In diesem Video zeigen wir dir, wie man bestimmte Navigationspunkte für verschiedene Geräte ein- oder ausblenden kann. Um deine Navigation zu bearbeiten, wähle in der linken Menüleiste den Punkt Seiten aus. Klicke auf das Zahnrad der gewünschten zu bearbeitenden Seite. Unter Navigation ausblenden kannst du einstellen, dass dieser Menüpunkt beispielsweise über das Smartphone nicht angezeigt wird. Wechsle zur Kontrolle in die Smartphone-Ansicht. In unserem Fall erscheint der Menüpunkt Info jetzt nicht mehr. Über den Punkt Ausblenden lassen sich die gewünschten Navigationsinhalte auch wieder einblenden. Außerdem kannst du die allgemeine Darstellung der Navigation pro Endgerät anpassen. Wechsle dazu im linken Menü in Design und Webseiten-Layout. Hier bekommst du die verschiedenen Ansichtsmöglichkeiten angezeigt. Wähle deinen Favoriten und schaue rechts im Editor, ob dir deine Auswahl zusagt.